Der Wald ist ein deutscher Mythos. Nirgendwo sonst zum Beispiel gibt es so viele Märchen, in denen der Wald im Mittelpunkt steht. Und nirgendwo sonst hat es eine Debatte über Waldsterben gegeben, nur in Deutschland. Aber heute hat der Wald sehr, sehr viele verschiedene Rollen. Er ist Holzlieferant, er ist grüne Lunge, er ist Naherholungsgebiet, ein schreckliches deutsches Wort. Und wenn wir heute in den Wald gehen, aus der Stadt heraus, dann gehen wir in den Wald, in das Naherholungsgebiet, in die kleinen grünen Flecken, die wir uns erhalten haben, in das kleine Reservat, in dem die Bäume noch in ihrem ursprünglichen Lebensraum leben dürfen und hinter dem schon wieder die nächste Straße kommt. Kleine Inseln in der Zivilisation, in unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn wir aber 100 Jahre zurückschauen, dann war der Wald das Große. Überall war der Wald und die menschlichen Ansiedlungen waren die kleinen Inseln in den endlosen germanischen Wäldern und Sümpfen, wie es in der berühmten Stelle von Tacitus ja auch zu lesen ist. Einer, der diese Sichtweise heute noch wieder sehen kann, ein Poet der neuen Zeit, würde ich sagen, ein Bade des Waldes, ist Markus Müll, der mit seinem Auge oder mit dem Auge seiner Kamera es schafft, uns diese andere Perspektive des Waldes, in der der Wald mehr ist als nur eine kleine Insel für Naherholung, in der der Wald eine eigene Welt ist, wieder nahezubringen mit dieser Ausstellung. Und deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass wir diese Bilder heute hier sehen können. Markus, ich möchte an dich übergeben und zu deiner Ausstellung, die ich sehr, sehr schön finde. Und danke, dass du sie hier machst. Danke, dass ich sie hier machen darf. Beinahe wäre es nach hinten gegangen. Ja, liebe Freunde des Waldes, ist ein bisschen ungewohnt mit Brille, aber zum Lesen brauche ich sie, sonst kann ich nicht vorlesen, was ich aufgeschrieben habe. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Zu dieser Vernissage bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, denn bislang habe ich Fotos eigentlich nur für mich gemacht, nur um die Momente, die Empfindungen des Augenblicks festzuhalten. Es waren dann die Vollmondnächte um Weihnachten, die so atemberaubend waren. Nicht festzuhalten auf Bildern war das, was während des Fotografierens passiert. Da war nichts mehr außer Wald, Mond und meinem Innersten. Tiefste Verbundenheit mit dem Leben, ein Rausch, der seinesgleichen sucht. Von diesem Erlebnis berichtete ich Nico, der mich daraufhin fragte, ob ich nicht Lust hätte, meine Bilder auszustellen. Und dass ich Ja gesagt habe, könnt ihr heute hier sehen. Der Wald ist ein Kraftort und deshalb liebe ich ihn. Die Stille, die von allem ausgeht, ist beeindruckend. Sie beruhigt und heilt zugleich. Das Umarmen der großen alten Bäume ist für mich so selbstverständlich geworden. Einfach Krafttank. Ich kann es jedem nur empfehlen, unseren herrlichen Stadtwald im Offenbacher Süden zu besuchen. Ein Wald, der nachhaltig bewirtschaftet wird und stellenweise einem Urwald ähnelt. Spürt ihn, lasst es wirken, sucht euch ein schönes Plätzchen und schweigt für ein paar Minuten. Ich verspreche euch nichts, aber ich bin überzeugt, ihr werdet es fühlen. Wälder sind die artenreichsten Lebensräume der Welt. Von den 1,3 Millionen beschriebenen Tier- und Pflanzenarten leben etwa 2/3 im Wald. Zugleich sind Wälder Lebensraum und Lebensgrundlage für 1,6 Milliarden Menschen. Darunter sind viele indigene Völker. Die globale Waldfläche beträgt heute mit 4 Milliarden Hektar nur noch 65% der ursprünglichen Waldbedeckung vor 8000 Jahren. Gerade noch 1/3 davon besteht aus Urwäldern. 78% der Urwälder wurden in den letzten 8000 Jahren zerstört und jedes Jahr gehen weitere 4,2 Millionen Hektar Urwald verloren. Ebenso geht die Fläche der natürlichen Wälder zurück, während die Fläche der stark veränderten Wälder und Plantagen weltweit zunimmt. Aber auch da tut sich sehr vieles. Wir haben auch festgestellt, dass in Deutschland alleine 5 Buchenwälder zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, die also wirklich noch von ihrer Art her alt sind und entsprechend auch behütet werden. Die drei Hauptursachen der Entwaldung sind die Expansion von Landwirtschaft und Infrastruktur sowie die Holznutzung.
Der Amazonas-Regenwald wird in Sojaplantagen und Rinderweiden umgewandelt. Knapp 20% dieses einmaligen Lebensraumes sind bereits unwiederbringlich verloren. Die rapide voranschreitende Zerstörung der Wälder ist eine der größten Bedrohungen für die weltweite Biodiversität. 86% der gefährdeten Säugetier- und Vogelarten sind dadurch in ihrem Fortbestand bedroht. Daran sieht man, wie alles miteinander verbunden ist. Von einer Freundin stammt der Satz: der Wald ist voller Geheimnisse und ist doch Abbild allen Lebens. Als Empfehlung habe ich zwei Bücher, die ja zum Nachdenken oder auch einfach das Wissensspektrum ein wenig erweitern können. Das ist zum einen Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohleben, seines Zeichens ein Förster, der uns mit seinem Buch ja das Einzigartige am Wald näher bringt, nämlich die Kommunikation der Bäume untereinander. Und das ist einfach wundervoll zu sehen, wie dieses System Natur funktioniert. Das zweite Buch ist Der Biophilia-Effekt von Clemens G. Arvey. Da geht es mehr um die Heilkraft des Waldes. Beide sehr empfehlenswert. Ich möchte nun abschließen und bitte dich, Janine, den Weg zum Ausgang mal ein klein wenig frei zu halten. Ich möchte nun abschließen und die Bilder zum Anschauen freigeben. Ich komme nicht umhin, euch in Form eines Vortrages, Gedichtes, die Kraft der Stille etwas näher zu bringen. Schon jetzt danke, dass ihr heute alle hier seid. Genießt den Abend, lasst die Bilder auf euch wirken und nach dem Gedicht machen wir noch ein bisschen weiter mit Träumen. Ein chilenischer Dichter, leider nicht mehr unter den Lebenden, Pablo Neruda, hat dieses wundervolle Gedicht geschrieben. Still sein. Wir werden jetzt bis 12 zählen und dann alle ganz still sein. Einmal nur wollen wir alle nicht in unseren vielen Sprachen sprechen. Nur für eine Sekunde völlig ruhig sein und nicht so viel mit unseren Händen spielen. Es wäre ein ungewohnter Augenblick, ohne Hektik, ohne den Lärm von Maschinen und Mündern. In einem einzigen Augenblick wären wir alle von einer plötzlichen Gefangenheit befallen. Die Fischer auf den kalten Meeren würden keine Wale töten, und der Arbeiter in der Saline würde seine geschundenen Hände wahrnehmen. Jene, die Schreibtischkriege führen, jene, die mit Feuerwaffen Krieg führen, die Siege ohne Überleben vorbereiten, würden saubere Kleider anlegen und zusammen mit ihren Brüdern im Schatten Lust wandeln und nichts tun. Was mir da vorschwebt, möge niemand mit völliger Passivität verwechseln. Die Rede ist vom Leben. Ich will nicht in den Spuren des Todes wandeln. Wären wir nicht so einseitig auf dauernde Geschäftigkeit eingestellt, um den vermeintlichen Schwung in unserem Leben aufrechtzuerhalten, könnten wir nur einmal wirklich nichts tun. Vielleicht würde eine gewaltige Stille diese unsere Traurigkeit unterbrechen. Die Traurigkeit darüber, dass wir uns nicht verstehen und uns mit dem Tod bedrohen. Vielleicht kann die Erde uns lehren, dass es den Tod gar nicht gibt. Wenn alles tot zu sein scheint und sich später zeigt, dass nichts tot ist. Und nun werde ich bis 12 zählen und ihr werdet ganz still sein und ich werde hinausgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12.
Thank you.